Wir befinden uns an einem Gewässer, Leute, mitten in Europa. Wir sind eine weite Strecke gereist, nur um hierher zu kommen. Genau aus einem Grund, hier schwimmen Fische drinne, die ich persönlich noch nie gefangen habe, die sehr, sehr, sehr groß wird. Und es ist sehr schwer, diesen Fisch zu fangen. Man nennt ihn Fisch der 100.000 Würfe. Colin hat ja auch schon seit Jahren versucht, einen zu angeln und ist dir geglückt vor kurzem. Ey, wir haben ja echt schon jetzt mittlerweile über die letzten 3 Jahre richtig viel zusammen gemacht. Aber das ist jetzt mal wirklich rein anglerisch eine echt krasse Mission. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit in Organisation mit Leuten überall auf Instagram und so rumgeschrieben, sehr viel schlechte Stunden am Wasser gehabt, um jetzt wirklich zu sagen, wir haben jetzt hier einmal perfekte Bedingungen und trotzdem 100.000 Würfe, keine Frage. Das heißt, wir müssen jetzt den ersten machen, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ja, wenn das klappt, Leute, dann ist das für mich eine Sache im Leben, die kriegt auf jeden Fall einen extra Platz in der Liste der geilsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Schon heftig. Mal gucken, ob es klappt. Noch ist es nicht getan. Es ist der Fisch der 100.000 Würfe. Und diese Würfe müssen wir jetzt erstmal machen. Dann fangen wir mal an mit dem ersten, oder? Okay, los geht's. Bam. Und Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt wird richtig geackert. Also wir haben jetzt mehrere Spots angelaufen. Das war, teilweise konnten wir nicht rankommen, weil es so viel Hochwasser war. Und es war unmöglich, da zu stehen oder zu angeln. Wir haben ein paar Würfe gemacht, aber das war Quatsch. Sind wir gleich wieder abgehauen. Aber der hier sieht jetzt beangelbar aus. Auch überschwemmt. Aber zumindest können wir hier angeln. Ob dann ein Fisch bei ist, natürlich die Frage. Wir müssen jetzt irgendwie auf unsere 100.000 Würfe kommen. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass das klappt. Weil wir sind natürlich auch zeitlich begrenzt. Also irgendwann geht der Flieger auch wieder zurück. Nicht heute, nicht morgen, aber dann irgendwann schon. Ne? Also für mich das erste Mal Huchenangeln. Und das ist eine krasse Angelei, weil man natürlich noch, wenn man keine Erfahrung hat mit der Angelei, weiß man nicht, macht man es richtig, macht man es falsch. Man hat noch nicht das Vertrauen, weil man ja noch nichts gefangen hat. Weiß nicht, ob es funktioniert. Und das ist jetzt gerade meine Challenge, weil der Köder muss über die Steine ruckeln. Man lässt ihn im Prinzip ja abtreiben. Und jeder Ruck fühlt sich eigentlich an wie ein Talk vom Zander. Also man hat dann, denkt immer, okay, jetzt musst du anhauen. Macht man dann auch, weil lieber einmal mehr anhauen als zu wenig. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Es hört ja auf zu tocken, hat Colin gesagt, wenn der Fisch den Köder nimmt, dann tockt es ja nicht mehr. Also sprich, man muss die Schnur beobachten, bleibt die stehen, dann anhauen oder es hört auf zu tocken, dann anhauen. Das muss ich jetzt mich gerade, muss erstmal Fleisch und Blut übergehen. Also das ist jetzt eine Learning-Phase für mich. Aber ist geil, sowas liebe ich, muss ich sagen. Weil da ist die Freude auch bei da, wenn es dann klappt. Wir machen zwar hier den gesamten Content eigentlich nur für euch, aber man muss leider sagen, es wird jetzt dunkel. Im Dunkeln könnte man nur mit Licht filmen. Huchen ist aber ein krasser Sichträuber, hat ja riesige Augen, jagt alles auf Sicht. Wenn wir da jetzt mit dem Strahler drauf leuchten würden, dann müsste ja was abgeht. Deswegen müssen wir jetzt leider alle Lichter ausmachen. Das heißt aber auch, die nächste Szene, wenn eine kommen würde, wäre dann wahrscheinlich Fisch. Beim Drill können wir dann natürlich Licht anmachen. Dann wünschen wir uns, dass es eine nächste Szene gibt. So Leute, wir wechseln jetzt nochmal. Warum, Colin? Weil wir das gut durchgeackert haben. Ich weiß, da steht einer, aber der hat anscheinend gerade keinen Bock. Jetzt suchen wir uns eine richtig willige, dicke alte Mutti. Ja, wir haben auf Google Maps noch gerade geguckt. Und hier ist müssen wir 400 Meter laufen. Das ist eine geile Stelle, wo man normalerweise denkt, okay, da könnte vielleicht die Struktur so sein, dass da vielleicht einer steht, ne? Hast du so ein Gefühl, dass es jetzt knallt? Ich habe kein Gefühl, null. Aber ich bin immer optimistisch, gerade am ersten Tag. Nach 3 Tagen sage ich vielleicht, okay, ich zweifle, aber noch muss ich sagen, voll im Plan. Also ich habe ja so eine Situation schon häufiger erlebt, ne? So auf dem ersten Fisch zu angeln, man weiß einfach nicht, klappt es oder klappt es nicht. Ich bin wirklich, ich habe es ja gesehen bei ihm, deswegen Colin ist jetzt meine Benchmark einfach, ich vertraue ihm voll und ganz jetzt alles an. Aber ich weiß auch, dass was trotzdem auch scheiße laufen kann. Also eine Huchhelle habe ich zum Beispiel nicht gefahren. Ne? So deswegen, aber daran will ich jetzt gar nicht denken. Ich gebe jetzt trotzdem mein Bestes und mehr kann ich nicht tun. Ja, wir sind jetzt am Spot angekommen. Ihr seht schon rotes Licht. Das heißt, wir sind jetzt ist wirklich der Punkt, wo wir nicht mehr im Hellen filmen können. Jetzt die nächste Szene, Leute. Die ist dann Fisch. Warte jetzt ab. Hundertprozentig. Komm. Plus, minus 10%.
Victor, nein. Leute, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Ihr seht's nicht. Krieg einen Biss. Hau an. Er hängt. Alter, wie krass. Und er geht wieder ab. Warum? Das muss aber dann was Gescheites gewesen sein, weil du hast die Wallerrolle von Felix drauf. Eine Wallerrolle von Felix. Oh, das gibt's nicht. Victor, ey. Scheiße, Alter, ich könnte kotzen, wirklich. Also ich bin todessauer, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt schon 10 Minuten her, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich weiß nicht, ob diese Kamera aufgenommen hat. Es war einfach krass. Es war einfach richtig krass. Es war so, der Biss, also falls es nicht drauf ist, kurze Story. Abtreiben lassen auf einen schönen Easy Shiner in, glaube ich, 6 bis 7, ich weiß gar nicht genau. Shining Shadow abtreiben lassen, kriegt einen Biss, wirklich wie damals in Chile beim Lachsangeln. Wirklich so boom, wie so ein Waller. Wirklich boom. Kopfschütteln, also es war 1000%, es gab keinen Zweifel, dass das ein riesengroßer Fisch ist. Nach 2 Sekunden steigt das Ding wieder aus, Alter. Ich könnte kotzen, wirklich, ohne Spaß. Es war wirklich, man investiert ja so viel Zeit und alles. Und ich habe vorgeangelt, Victor war sogar noch hinter mir, das heißt, ich habe den Spot schon mal gefischt. Und ich habe genau mit ihm geredet, genau hingeguckt, er hat gerade nichts gemacht. Einfach nur die Route standhaft gehalten, ihr wisst, er hat eine richtig, richtig schwere Route. Hat sich komplett gebogen, 1, 2 Kopfschläge und dann abgegangen. Es ist wirklich, es ist so traurig. Du kannst natürlich, es ist, man kann nicht sagen, es ist super traurig, aber du weißt jetzt, was genauso geangelt, dass ein Indikatorfisch, also ein richtig großer Huchen gebissen hat. Das ist schon mal was Krasses. Und erster Tag, erster Huchen. Ja, also aber ich kann mich gerade nicht darüber freuen. Sehen. Ich weiß das, ist alles gut, aber meine Emotion ist noch so, dass ich so, Alter, warum? Ja, das kann ich auch verstehen. Einfach nur, warum? Das ärgert mich zu Tode. Aber egal, gut. Wir holen ihn uns noch, okay? Also morgen nochmal. Ja. Morgen früh, 5 Uhr aufstehen, los. Eigentlich sagen, die zweite Nacht ist am schlimmsten. Die erste Nacht, da ist man noch schön ausgeschlafen. Auf der dritten Nacht hat man sich so eingearbeitet auf dieses ultra früher aufstehen. Aber die zweite, die ist hart. Wie war es bei dir? Also ich muss sagen, ich habe 2 Uhr nachts war ich wach. Ja, du bist ja auch heiß jetzt, den Huchen zu fangen, nachdem es gestern so ein trauriges Ende hatte, der Tag. War tatsächlich, das Gehirn hat gerattert. Nach gestern und nach heute, muss ich sagen. Und wenn du einmal so drin bist in dem Mod, kommst du nicht mehr raus. Es ist erstmal gut, dass du jetzt richtig im Modus bist. Jetzt brauchst du noch das Mojo und wir werden jetzt, sind jetzt extra super früh aufgestanden. Wir werden jetzt eine kurze Strecke Auto fahren, dann richtig weit laufen. Also wir gehen sowohl mit dem Früh aufstehen, als auch im Dunkeln angeln, als auch weit laufen, richtig aus der Komfortzone raus. Das wird sich hoffentlich lohnen. Das ist gut. Mittlerweile fühle ich mich so, als ob ich gar keine Komfortzone mehr habe. Wie weit ist es noch? Also laut Maps noch so 30 Meter, aber krass durch den Wald. Also können wir gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ich höre auf jeden Fall den Fluss schon. Das Krasse ist, wenn man das erste Mal in einem Spot ist und geht in den Dunkeln hin, weiß man halt nichts. Ja, das ist wirklich hart. Aber deswegen, wir arbeiten uns ja ins Licht rein. Und wie gesagt, es heißt zwar Fisch der 100.000 Würfe, aber ich glaube, wenn wir jetzt die 3 Stunden nutzen, dann kommt einer. Ja, aber erstmal müssen wir hinkommen, ne? Erst und ohne Licht ist es halt, wir dürfen ja nicht leuchten, das ist das Problem. Okay, gut, ich folge dir einfach. Okay, wärst wieder eine Szene oder zu sagen? Nein, folge mir, komm! Okay, Leute, es geht los. Ihr seht jetzt nichts, kein Licht, aber wir sind direkt im Fluss. Bei uns ist der ein geiler Spot. Und jetzt machen wir unseren ersten Wurf, wenn es klappt, oder? Jetzt holen wir uns, okay? Okay, einfach dann. Also ich hatte einen Biss wieder, aber das war nur ein kleiner. Ich hatte einen ganz großen Kitech mir angemacht, Swing Impact. Und der war komplett weggefaltet wie beim Zanderangeln. Dann hing leider nicht. Also der Fisch war ein bisschen kleiner wahrscheinlich als der gestern Abend. Aber geil, ich habe jetzt echt krasses Selbstvertrauen mittlerweile. Bei 2 Bissen, jedes Session ein Biss im Prinzip. Das ist, muss ich sagen, ist geil. Jetzt ist zwar jetzt schon hell und die Zeit wahrscheinlich nicht mehr so geil, ne? Trotzdem noch. Also erstmal, du machst ja auf jeden Fall irgendwas richtig, richtig. Über 2 Kontakte in 2 Tagen. Das ist ultra krasser Huchen. Aber jetzt sollte mal einer hängen bleiben, oder? Ja. Und jetzt, wir sind kurz nach den Morgenstunden, ist immer noch eine gute Zeit. Ein leicht angetrübtes Wasser, das heißt, wir kriegen noch nicht so viel mit von Helligkeit. Komm, einfach durchziehen.
Also, wir haben jetzt sind ja so 3 Stunden jetzt schon am Angeln. Und es ist, ist ein hartes Business, dieses Huchenangeln mit dem frühen Aufstehen und abends lange machen, in die Nacht rein. Aber wenn es dann klappt, dann würde ich sagen, hat sich das Ganze gelohnt. Also so viel Bisse hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir in so kurzer Zeit so viel Bisse kriegen. Aber es ist natürlich trotzdem geil, wenn einer hängen bleibt. Muss jetzt kommen. Ja. So, und dann, aber irgendwann fährt man dann nach Hause nach dem Morgenangeln, legt sich nochmal hin, frühstückt, schläft, steht wieder auf und angelt. Also wie heißt das schön? Eat, sleep, frisch. Repeat. Repeat. Ah, Colin, ich muss sagen, es ist kalt. Ich dachte, du bist Eisbader. Ich bin Eisbader, aber beim Angeln wünsche ich mir auch die eine oder andere Temperatur mehr. Ja, aber das muss so sein, glaub mir. Beim Huchenangeln, ne? Das ist wirklich wichtig. Weil dann sind die Futterfische, haben dann keinen Bock, gehen in die kleinen Seitenlöcher. Und dann ist der Huchen allein im Fluss und hat Hunger. Und dann kommt dein Gummifisch hier und dann, glaub mir, ein Schalatz. Also ich bin ja kein Huchenprofi. Ich habe mich nur informiert, habe gelesen, habe Videos mir angeguckt und auf eure Erfahrungen zurückgegriffen. Und da muss ich sagen, finde ich diesen Fettring Impact jetzt hier, gerade auch in dieser Farbe, geil. Weil du hast ja gesagt, was fressen die hier? Also sag mal so, die Grundnahrung sind ja Eschen und Forellen. So ungefähr in der Größe, wenn ich mir so ein Huchenmaul vorstelle. Das heißt jetzt nicht so super auffällige Farben, aber das kommt da eigentlich ganz gut hin, würde ich sagen. Und sowohl nachts von unten die Silhouette mit dem Weiß, als auch tagsüber im Mittelwasser. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, so ein Wobbler, den ihr sonst kostet 55 Euro, haben wir jetzt schon 2 abgerissen von. Also 110 Euro minus, ja ich. Das heißt, wenn ich den abreiße, kostet der mich, keine Ahnung, 1,50 oder 2 Euro, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber das ist so oder so ein Bruchteil von so einem Wobbler. Und wie gesagt, funktioniert ja offensichtlich mindestens bis jetzt genauso gut. Ja, wir können auch mal, wir fressen ja auch Koppen und so, das am Boden probieren. Und ich sag für Oberfläche, was ja die geilste Angelei ist, weil die Bisse dann so geil ist, würde ich sagen, das hier. Mhm. Okay, das ist auf jeden Fall krass. Jetzt geht die Sonne ja gleich unter. Also da geht jetzt auch die beste Beißzeit los, was man so hört. Wir müssen für unsere 100.000 Würfe noch ein paar machen, glaube ich, selbst zusammen. Na gut, dann würde ich sagen, Colin. Machen wir's. Los geht's. Okay, Fisch on, Leute, Fisch on. Ich glaub's nicht. Also es fühlt sich wie eine große Forelle an. Das ist ein guter Tag. Ja? Und vor allem davor ein Biss gehabt, hing nicht. Hast du so verdient, hol ihn dir bitte. Oh Gott, das wäre krass, wenn das jetzt klappt, ey. Nachdem wir hier wirklich so viel Pech hatten, da ist er. Oder ist das einer? Ich sehe das gar nicht. Das ist einer. Nein! Mein erster Huchen. Hast du den? Ja! Victor! Alter, Ritchie! Ich glaub's nicht. Das ist ja krass. So sieht also ein Huchen aus. So sieht also... ein Huchi aus, ja. Der ist gerade frisch geschlüpft, ja Leute, aber es ist ja egal. Das ist ja richtig, also viel besser, als wenn man gleich ein Monster fängt, weil da hat, also es wäre kacke, wenn man gleich sozusagen den Fisch deines Lebens fängt beim ersten Mal. Also das ist ja richtig geil, Alter. Und Victor? PB. Der dritte Biss bei dir und wir haben noch Zeit, ne? Das ja. Monster kommt noch. Keine Sorge. Ey, krass. Alles übrigens auf den Swing Impact in Shining Shadow, Leute. Oh, krass. Victor, Alter. Ey, mein erster Huchen, Alter. Ich glaub's einfach nicht. Wenn ihr wüsstet wirklich, Leute, was wir heute für einen Tag hatten. Ja, war wirklich krass. Und ich zeig's euch mal ganz kurz, bevor ich euch den Fisch zeige, wie ich es gemacht habe. Ich habe nicht schon wieder einen Biss gehabt und der hing wieder nicht. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Habe ich einfach meint, Colin, mach mal einen kleineren. Ich habe gesagt, ich habe keinen kleineren. Habe ich einfach abgebissen von dem Shining Shadow Swing Impact und direkt zack, boom, und dann hing er. Muss man drauf kommen, oder? Ja. Und jetzt zeige ich euch meinen allerersten Huchen, PB, Leute. Wirklich, Leute, an alle Huchenangler in den Kommentaren, überzeugt mal die anderen, sagt mal, wie krass das jetzt wirklich ist, dass wir jetzt schon, wir haben gekämpft, aber trotzdem ist es jetzt schon so krass, dass wir den ersten haben und jetzt bin ich richtig motiviert. Da ist er, Leute. Alter. Leute, ey. Er ist kein Riese, was ist das, ein 60er oder so, aber... Es ist wirklich... 65, aber es ist geil. Noch nicht mal ein Teenager, aber es ist dein erster Huchen. Es ist was absolut Besonderes. Es ist trotzdem so viel wert wie 1,10 Meter ungefähr. Der ist einfach ein richtiger Predator vom Look einfach. So schlank und so massives Gebiss und wirklich, also eigentlich
wie ein Hecht in Salmonide. Riesenfisch verloren, noch ein Biss gehabt und jetzt hing er. Und wie gesagt, kein Riese, aber es ist mir so scheißegal. Es ist mein allererster Huchen. Im Prinzip jetzt, nach keine Ahnung, ich habe es erst einmal versucht, überhaupt. Jetzt also, beim zweiten Mal, also zweiter Tag, wow. Also es ist für Huchenangeln generell, haben wir wenig Zeit investiert, aber man kann trotzdem nicht sagen, dass wir bis jetzt nicht gekämpft haben. Und wir sind jetzt so ganz kurz vom Höhepunkt, Leute. Ich glaube, ich habe noch ein gutes Gefühl, es kommt noch der krasse Höhepunkt, aber trotzdem. Ey, erst im Grunde ist sowas Krasses. Dafür habe ich, glaube ich, 100 Mal so viel Zeit gebraucht. Ja. Wenn ihr auch mal einen Huchen angeln wollt, holt euch auf jeden Fall einen richtig großen Kescher. Das ist wie beim Hechtangeln. Schön gummiert, dass er den nicht verletzt, weil die sind so selten. Und der ist ja noch so klein, der soll auf jeden Fall... Muss man wirklich sagen, Leute, Huchen mit der Hand landen ist einfach schwierig. Einfach keschern und dann ist alles gut. Oh. 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 Tolle. Ich hab mich, glaube ich, wirklich, ich bin ehrlich, ich habe mich noch nie so sehr für jemanden anderen für seinen Fisch gefreut. Wirklich. Echt, bist du so ein Ego sonst oder was? Genau, wisst ihr doch. Also jetzt angelt sich auch entspannter. Und wenn man sich entspannt angelt, wisst ihr, Leute, passieren immer die krassesten Geschichten. Jetzt, Leute, jetzt würde ich wirklich noch dranbleiben. Also, wir waren jetzt gerade erst an einem anderen Spot, wo wir noch nie waren. Da kam uns aber ein Angler entgegen. Dann dachten wir, okay, lieber nicht heute den Spot. Dann fahren wir lieber zu dem, wo wir gestern Abend waren, wo ich meinen riesen Monster verloren habe. Der hat sich jetzt erholt hoffentlich. 24 Stunden später ist er vielleicht wieder bereit zu beißen, weil das war eine Maschine. Das ist jetzt Victors zweiter Tag, wo du auf Huchen angelst. Mhm. 3 Kontakte und erster rausgekommen. Das ist schon auch krass. Das heißt, die Bedingungen sind nicht schlecht, wenn die Huchen Bock haben. Wir wissen jetzt, dass hier ein großer Huchen steht. Wir wissen genau, wo er steht. Wir wissen, was er gerne frisst. Also, diesmal könnte es wirklich sein, die nächste Szene, Leute. Denkt dran. Könnte es vielleicht auch am Köder liegen, sag mal? Ich meine, das war jetzt offensichtlich, dass irgendwie drei... Okay, nehme ich zurück. Es liegt nicht an dir, es lag nur am Köder. Nee, ich frage jetzt mal nur so. Ich meine, statistisch gesehen, ja, es kann natürlich... ist nicht signifikant bei der Testmenge jetzt von 3 Bissen. Aber ich meine, das macht auf jeden Fall krass Mut, dass das einfach irgendwie so eine Allround-Waffe ist. Auf Zander, Hecht... und auf Huchen. Das Wichtigste ist, dass man seinen Köder vertraut. Ja? Wahrscheinlich, vielleicht hatte ich mit einem anderen Köder auch gefangen, aber ich habe mit ihm gefangen und die einzigen Bisse bekommen. Das heißt, man hat dann einfach auch totes Vertrauen. Der spielt, aber spielt nicht zu krass, also ist noch ein natürliches Spielen. Also why not, ne? Und vielleicht 3 ja wirklich noch nicht die Testmenge, aber auf jeden Fall, der 3 schon bewiesen, dass es grundsätzlich auf Huchen funktioniert. Leute, Colin hat einen. Ich komme! Ich will nur nicht sterben! Leute! Du schaffst es, Colin! Ich komme! Colin, soll ich ihn dir zuschmeißen? Ich schmeiß dir zu? Alter! Krasser Stüssel! Kescher! Oh, schönes Teil. Schönes Teil. Ja! Victor! Ritchie! Alter, geil! Wir haben alles. Alter, schönes Teil. Leute, ey. Oh. Ey, Leute, da fragt man sich wirklich, warum steht man so arschfrüh auf? Warum geht man so spät ins Bett? Mit diesen krassen Temperaturen wirklich. Der Körper, der sagt, der ist da völlig ausgelegt, die biologische Uhr. Aber dann sieht man diese Tiere, spürt diesen Drill, spürt den Kampf und dann weiß man wirklich, wofür man das Ganze macht. Ich zeige ihn euch mal. Er heißt nicht umsonst der König der Salmoniden mit dem Lachs. Er ist ja auch Donaulachs, ne? Guckt ihn euch einfach mal an, Leute. Ich will ihn gar nicht richtig aus dem Wasser rausheben, macht man bei so großen Fischen nicht. Aber wirklich, was ein unfassbares Schlachtschiff. Was ein Traumexemplar. Ist das geil. Zieht euch mal die dicke Fettflosse ein. Fast so groß wie meine Hand. Dieser fleischige Nacken. Das ist wirklich ein Traum. Absoluter Traumfisch. Ist das geil, oder? Wow. Ey Leute, und solche unfassbar tollen, seltenen Fische, da muss Aufmerksamkeit gemacht werden, die sind auf der roten Liste. Aber wenn man schon mal die Ehre hat, so einen zu fangen, in so einer wirklich noch guten Größe, wo er gute Gene produziert, dann sollte man ihn auch schwimmen lassen. Ist das schön. Schau, mein Großer, werd groß und stark. Oh. Geilo, geilo, ist das schön. Dafür stehe ich auch mit der Wartung im Wasser. Oh, ist das geil. Da fällt so viel Druck ab.
Wow! Ich habe ja eigentlich nie einen Huchen vorher gesehen, außer gestern den kleinen. Das ist ja ein Lachs. Das ist ja besser als ein Lachs. Größer, dicker, schöner, seltener. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Krass, so einen Fisch mal in echt zu sehen. Colin, es war wirklich ein Fest. Also kannst du dir nicht vorstellen, was eigentlich alles gut gelaufen ist, was man gar nicht so richtig wertschätzt. Wir hatten ein geiles Wetter, ein bisschen kalt war es, aber sonst geht deutlich schlimmer für so eine Jahreszeit. Du hast deinen allerersten Huchen gefangen und es werden noch weitere kommen. Wir haben einen richtig geilen Huchen gefangen. Also das und das wirklich in so kurzer Zeit, das war schon krass. Ich bin auch dankbar. Ich hätte mich natürlich gefreut über so ein richtiges Monster, die ich ja bei euch gesehen habe auf dem Kanal. Aber, wie gesagt, das wäre auch nicht cool gewesen. Der erste Fisch einer Fischart sollte vielleicht nicht gleich ein Monster sein, dass man auch Chancen hat, sich zu verbessern. Richtig. Und deswegen bin ich dankbar, dass du das alles auch so geil organisiert hast. Also gerne, gerne. Ist sehr missgewachsen hier alles. Und natürlich von A. Vielen Dank an dich nochmal. Danke sehr. Und in dem Sinne, schaut bei Colin vorbei. Da könnt ihr nochmal richtige Huchen sehen. Und bei mir könnt ihr im nächsten Jahr dann sozusagen noch größere Huchen sehen. Genau. Weil jetzt weiß ich nicht, wie es geht. Genau. Machen wir so. Alles klar. Schön war's. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.